Ein deutsches Märchen. Der Kranich und die Krabbe. Es war einmal ein Kranich neben einem Teich. Er fing die Fische aus diesem Teich. Jeder Fisch hasste ihn, aber er liebte jeden Fisch. Fische sind sowas von lecker. Der Kranich hatte immer eine volle Mahlzeit und er genoss seine Beute. Was ist mit mir passiert? Der Kranich wurde älter und schwächer. Er war nicht mehr wie früher. Seine Flüge waren langsamer. Oh, ich bin schon so müde. Und als er tauchte, um Fische zu fangen, die meiste Zeit entgingen ihm Fische wegen seiner trägen Bewegungen. Ah, meine Gelenkschmerzen sind so schlimm. Geh da nicht hin. Der Kranich wird dich auffressen. Ah, mach dir keine Sorgen. Er konnte mich die letzten 2 Wochen nicht fressen. Ich habe ihn geärgert. Ich sehe, dass er sich nicht einmal bewegen kann. Und bevor er versucht, mich zu fangen, bin ich weit weg von ihm. Ich zeig's dir. Was zu essen? Ah, ich hab den. Oh. Aber er fiel flach auf das Wasser, als die Fische zu ihren Freunden wegschwammen. Hast du das gesehen? Jetzt brauchen wir den Kranich nicht mehr zu fürchten. Mit der Zeit wurde er so schwach, dass er nicht mehr für sein Essen sorgen konnte. Das Ergebnis war, dass die Fische um ihn herumschwammen, da er sie nicht fangen konnte. Verflucht sei dieses Alter. Was soll ich denn essen? Ich bin seit 2 Tagen so hungrig. Eines Tages war er extrem hungrig. Er hatte in den letzten Tagen nichts gegessen. Um seinen Hunger zu stillen, ohne viel Aufwand und Mühe, entwickelte er einen Plan. Oh, ich weiß, was ich tun muss. Um mit seinem Plan zu beginnen, ging er an die eine Seite des Teiches mit einem düsteren Gesicht, ohne die Absicht, einen Fisch zu fangen. Die Fische, Frösche und Krebse wunderten sich, warum er nicht versuchte, etwas zu fangen. Oh, er sieht so traurig aus. Vielleicht hat er Hunger. Wird er sterben? Eine große Krabbe ging zu ihm, als sie den traurigen Kranich sah. Hallo, alter Kranich. Was ist los? Du siehst so traurig aus. Ach, es gibt schlechte Nachrichten über diesen Teich. Schlechte Nachrichten? Was ist das denn? Nein, ich habe kein Herz, dir das zu sagen. Ach, komm schon. Wenn es um den Teich geht, müssen wir es wissen. Wir leben ja auch hier. Okay, wenn Sie darauf bestehen. Ich bin besorgt, dass der Teich bald frei von Fischen sein wird, die wiederum meine Nahrungsquelle sind. Wie? Ohne Fische? Was? Warum? Ich habe gehört, dass einige Leute den Teich mit Schlamm füllen und darüber Getreide anbauen werden. Oh mein Gott, das ist reines Pech. Ich muss es den anderen sagen. Oh, wie schrecklich. Das hier ist schrecklich. Was können wir bloß tun? Alle Kreaturen des Teiches machten sich Sorgen, nachdem sie den Kranich gehört hatten. Oh je. Was sollen wir jetzt machen? Du kannst immer noch an Land leben, aber wir Fische werden nicht überleben. Ah, die Panik hat sich ausgebreitet. Wir brauchen deine Hilfe. Das war die Situation in seinem Sinne, da sagte der Kranich. Keine Panik, es gibt einen Ausweg. Gibt es einen? Ja, ich kenne einen weit entfernten Teich, in dem alle Kreaturen sicher sind. Wenn die Kreaturen interessiert sind, kann ich jeden Tag ein paar in den anderen Teich tragen, wo sie sicher sind. Oh ja, Quark, hilf uns bitte. Hilf uns! Oh ja, bitte hilf ja, uns! Ja, hilf uns bitte! Hilfe. Jeder im See war gespannt auf die Hilfe des Kranichs. Aber ich habe ein paar Bedingungen. Was? 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 Ich brauche Ruhe zwischen den Reisen wegen meines Alters.
und ich werde nur ein paar Fische auf einmal tragen können. Wir sind uns einig. Ich stimme zu. Ja, das ist in Ordnung. Sie waren bereit, mit dem Kranich zu gehen. Bei der ersten Reise nahm der Kranich einige Fische in seinen Schnabel. Aber anstatt sie zu einem anderen Teich zu bringen, brachte er sie zu einem nahegelegenen Hügel und fraß sie. Jetzt ist endlich mein Hunger gestillt. Nachdem er sich eine Weile ausgeruht hatte, machte er die zweite Reise, als er sich wieder hungrig fühlte. Auf diese Weise erhielt der Kranich ohne Aufwand eine kontinuierliche Versorgung mit Fisch. Innerhalb weniger Tage wurde er wieder gesund und munter. Auch die große Krabbe wollte gerettet werden. Bitte, bring mich auch zum anderen Teich. Gute Zeit, um anderes Essen zu probieren. Okay, ich nehme dich mit auf die nächste Reise. Nachdem auf der nächsten Reise einige Zeit vergangen war... Wie weit ist der Teich noch? Der Kranich fand heraus, dass die Krabbe ein ziemlich unschuldiges Wesen war und nie von seinen bösen Plänen erfahren würde, es sei denn... Du Narr, denkst du, ich bin dein Diener? Hier gibt es keinen anderen Teich. Ich habe diesen Plan gemacht, um euch alle essen zu können. Jetzt bist auch du an der Reihe, dein Leben zu verlieren. Die Krabbe erkannte das falsche Spiel des Kranichs. Ich werde so nicht sterben, du egoistischer Kranich. Und ohne den Verstand zu verlieren, zog sie schnell ihre scharfen Scheren um den Hals des Kranichs. Es tut weh. Es wird jetzt ein wenig mehr wehtun. Die Krabbe riss den Kopf des Kranichs ab. So verlor der Kranich sein Leben. Die Krabbe schleppte sich irgendwie zurück zum Teich und erzählte den ganzen Vorfall allen anderen. Jeder von ihnen dankte der Krabbe für ihren Einsatz. Oh Krabbe, du bist so intelligent. Nein, der Kranich verlor sein Leben wegen seiner Lügen und Gier, nicht wegen meiner Intelligenz. Denkt immer daran, Lügen und übermäßige Gier sind schädlich.